Zugegeben, besonders schön ist sie nicht, die Meisterschale. Für die Volleyballmädels vom Schweriner SC aber ist sie wohl derzeit das wertvollste Accessoire, das sie in den Händen halten können. Am Montag ließ sich der frisch gebackene Titelverteidiger in der Schweriner Innenstadt von den Fans feiern. Mit 3:1 wurde vergangenen Mittwoch in einem dramatischen Spiel der wichtige dritte Sieg gegen Dresden eingefahren. Schon vor Ort fanden die Feierlichkeiten kaum ein Ende. Ja, es ist schon geil, auswärts natürlich den Meister reinzuholen. Das war nicht geplant, nein, auf keinen Fall. Wir freuen uns einfach, jetzt Meister zu sein. Hinter dem Team liegt eine Saison der Superlative. Meisterschaft, Pokal und Einzug in die Playoff-Runde der Champions League. Dieses Kunststück gelang dem SSC als erste deutsche Frauenvolleyballmannschaft überhaupt. Welche Erklärungen gibt es für eine Saison, in der das Team aus der Landeshauptstadt in der Meisterschaft überhaupt nur 3 Spiele verloren hat? Einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Baustein für den Erfolg, ist Trainer Tönnbois. Der SSC war schon vorher extrem erfolgreich, Tönnbois hat es geschafft, den Erfolg normal aussehen zu lassen. Der Taktikfuchs war in der Lage, das Team auf jeden Gegner perfekt einzustellen. Diesen Baustein wird der SSC in der kommenden Saison ersetzen müssen. Der Meistertrainer verlässt Schwerin in Richtung Ausland. Dass man 2 Jahre in Schwerin arbeitet, 4 Titel gewinnt, dann kann man nur stolz sein und zufrieden sein. Und dann ist es für mich auch Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen. Der Nachfolger für Tönnbois steht schon fest. Mit dem bisherigen Trainer des VfB Suhl, Felix Koslowski, kehrt ein Schweriner in die Heimat zurück. Der SSC-Kader ist nicht groß, aber durchgängig extrem gut besetzt. Ganz sicher auch ein wichtiger Grund für die Fülle an Erfolgen. Vor allem die Neuzugänge haben in dieser Saison voll eingeschlagen. Nach den Abgängen von unter anderem Kapitänin Julia Retzlaff, Berit Kaufeld und Mira Topic wurde eine Riesenlücke vermutet. Doch Quinta Steenbergen, Lucia Hatinova und die Rückkehrer Lucy Ziegler und Janine Völker konnten die Lücke nicht nur schließen, sondern haben die Qualität im Kader deutlich erhöht. Dazu verfügte der SSC auch noch über die beste Spielerin der Liga in seinen Reihen. Denise Hanke wurde zum 2. Mal nacheinander zum MVP gewählt. Zu Recht war die Nationalspielerin doch über die ganze Saison hinweg Dreh- und Angelpunkt beim SSC. Und genau an dieser Stelle wird der Verein wieder ein kleines Wunder vollbringen müssen. Denn nicht nur der Trainer geht von Bord, auch Denise Hanke, Trainertochter Anne Buys und Lucia Hatinova werden Schwerin verlassen. Fluch der guten Tat, denn die Spielerinnen präsentierten sich im Schaufenster Champions League und folgten dann dem Lockruf größerer internationaler Vereine. Zum neuen Spieljahr scheint es wieder einen kompletten Umbruch beim SSC zu geben. Die kriegen jedes Jahr eine gute Truppe zusammen. Wir haben bisher jetzt auch immer gedacht, wenn Leistungsträger gegangen sind, dass das irgendwie nicht den Bach runtergeht, aber irgendwie, dass man da was merkt. Aber man hat es immer wieder geschafft und die finden schon gute Leute. Und ich weiß, dass der SSC immer oben mitspielen wird. Spielerinnen und Trainer kommen und gehen. Die Fans der Schweriner SC bleiben. Die gelbe Wand ist ein weiterer wichtiger Baustein für den Erfolg des SSC. Mehr als 1000 Schweriner hatten sich auf den Weg zum Pokalfinale in Halle-Westfalen gemacht und brachten die Gary-Weber-Halle in ihre Hand. Als Lohn wurde der Pokal mit nach Hause genommen. Die Volleyball-Arena Schwerin hat sich besonders in der Champions League zu einem wahren Hexenkessel entwickelt. Nach dem Umzug von der größeren Sportkongresshalle in die kleinere Arena konnten sogar absolute internationale Spitzenvereine wie Dinamo Kasan oder Yamamay Busto Azizio besiegt werden. Mit aller Respekt vor Kongresshalle, aber ich denke da, nur wenn wir 5000 Leute drin haben, dann können wir wirklich Party machen. Aber hier die Arena ist unser Heimvorteil so groß. Fazit, eine Saison wie diese wird schwer zu wiederholen sein. Neuer Trainer und neues Team, das wird Zeit brauchen, sich zu finden. Sollte aber alles reibungslos zueinander passen, ist dem SSC auch in der kommenden Saison alles zuzutrauen. Einen Wunsch hätten die Fans dann sicherlich noch. Nach 3 Titelgewinnen in der Dresdner Margon Arena nacheinander sollte der nächste Meistertitel vor heimischem Publikum klargemacht werden.